Platin, Baby! 6 zu 2. Immer noch am schmalen Grat, dass wir jederzeit rausfliegen könnten. Aber es hat sich ja echt noch gut entwickelt. Also 6 zu 2. Puh. So weit war ich noch nie. Ich hoffe ja wirklich, dass wir jetzt vielleicht um den 7. Sieg einfahren. Aber ich glaube, du wärst mit 6 auch ziemlich zufrieden. Ja, natürlich. Also ich krieg mein Gold schon mal. Also du hast gesagt, ich krieg mein Gold wieder raus. An Gold und Staub. Ja. Und also du bekommst mehr als 150 in Gold und Staub. Je nachdem, wie es sich glücklicherweise verteilt. Und schon wieder ein Priester. Es kann doch nicht sein. Aber natürlich kommen die Priester soweit. Aber keine das schlechte Ali hat, oder? Ja. Die Nagel dann auch raus, oder? Ja. Den Airchock auf jeden Fall behalten. Falls ihr einen Beutehamster oder Lepragnom oder sowas spielt. Genau. Die Morgenspitze auch, den kann man spielen und ja. Die Blutelfenklerikerin kann man eigentlich immer gebrauchen. Ja. Gucken wir mal, was wir noch kriegen. Ja, der ist jetzt nicht so bombastisch. Ja, der ist in dem Deck halt nicht so bombastisch. Ja, da haben wir echt. Da, okay, der, da hast du eine Karte, die wir da reingenommen haben. Aber lässt uns auch Morgenspitze fertig. Morgenspitze und fertig, wie du sagst. Je nachdem, was er jetzt spielt, könnten wir uns die Münze auch aufheben, um sie mit dem Goblin-Auktionator zu spielen. Aber wenn er jetzt mit dem Lepragnom... Ja, das ist jetzt blöd. Ja, dadurch können wir jetzt nicht mit Dings angreifen. Wir spielen jetzt Totem und fertig. Totem und fertig. Was kriegen wir? Ein Spot-Totem. Das ist gut. Dafür muss er ihn auf jeden Fall schon mal aufdecken, wenn er ihn aufdeckt. Also wenn er ihn angreifen möchte, um es rauszunehmen. Außer er hätte es auch mit dem Deck. Ja. Er deckt ihn schon mal auf. So, die Sache. Das bringt uns nichts. Wir spielen jetzt die Blutelfenklerikerin. Auf. Buffen ihn hoch. Und nehmen ihn damit raus. Genau. Und benutzen jetzt die Münze und den Silence auf den Typen. Weil es erst Silence und dann Schaden macht. Und damit zieht er keine Karte. Ganz genau. Fertig. Und hat auch schon mal 2 Leben nur noch, damit wir ihn auch damit zum Beispiel selbst den Leblagnom rausnehmen können. Im Notfall, ja. Aber und vor allem, wir haben noch einen Erdschuss auf der Hand. Ja. Ja, mach du mal. So. Beschwör deine JPB Kinderarmee. Ja, wir spielen jetzt den Messerschmied. Messerschmied, Meisterschwertschmied. Schweißschwertschmied. Das Wasser wirkt wirklich. Ja. Den Meisterschmied. Ja. Okay. Wirkt. Lepragnom und den Erdschock auf die Olle. Ja. Und ja. Dann traden wir sie mit der Dings weg. Und weg damit. So. Fertig. Board Control und der kriegt immer noch 3 Damage. Was es nicht so viel bewirkt, weil. Doch, bewirkt einiges. Weil wenn er im Moment... Ach, nein. So viel dazu. Ah, ich hasse Priester. Guck mal, was wir kriegen. Ja, Messerjongleur und Totem. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ja, fertig. So, im nächsten Zug... ja, das ist unvorteilhaft. Was glotzt du? Nein. Die Karte drin zu haben und dann trotzdem so weit zu kommen. Ja, du musst den spielen. Den spielen, aber ja. Ja. In der Hoffnung, dass es den Ogre trifft. Natürlich nicht, aber dann mit ihm den Akolyten rausnehmen. Ja, und ja. Der wird ja eh sowieso jetzt gleich wieder mal eingeheilt. Wusch. Da, der wird jetzt gleich, je nachdem was er auf der Hand hat, wenn er jetzt ein Schattenwort tot hat, hast du ein ziemliches Problem. Aber nee, hat er nicht. Und dann kannst du gleich im Notfall. Wie viel hat er noch? 5. Und nochmal das, natürlich. Das sieht jetzt natürlich ziemlich schlecht aus. So, ein Totem spielen. Und die Blutelfenklerikerin darauf. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Fertig. Das ist jetzt alles ziemlich ineffektiv, aber das immer noch das Effektivste, was mir eingefallen ist. Priester sind einfach so unglaublich retardiert. Ja. Noch mehr Heal und jetzt kommt der Heal und noch mehr Heal. Und wie wär's mit noch mehr Heal? Hast du noch was? Nee, hast nichts mehr. Das reicht ja auch langsam. Das bringt nichts. Nee, nicht wirklich. Ja, du kannst ihn eigentlich nur spielen.
Ihn und Totem. Nee, oder? Ihn und Windzorn auf dein Viech. Damit du ihn auf eine Karte ziehst. Mit ihm dann direkt zweimal direkt angreifen. Jetzt, ja, 7. Zweimal direkt angreifen. Das wird eine richtig schwierige Runde. Nee, die ist verloren. Ja, ich glaube auch. Also, er hat die Card Advantage, er hat die Board Advantage. Komm, Heilige Nova. Ja, er hat auch noch Wellen. Natürlich. Grüße. Ja. Jetzt brauchst du mich auch nicht mehr begrüßen, jetzt möchte ich nicht mehr mit dir reden. Ja, also jetzt wissen wir auch, wie der so weit gekommen ist. Ja. Ohne Ende. Wir können Wellen damit rausnehmen. Ja. Das ist aber auch fast alles. Können wir noch spielen? Sie und ein Totem. Ja. Und das war dann, glaube ich, wirklich alles, was wir machen können. Ja. Ja. Wenigstens nehmen wir eben den Genuss, sein Legendary spielen zu können. Wer weiß, wie viele Legendaries man auch hat. Ja. Jetzt kommt nochmal hier. Ja. Krass. Ja, das ist wirklich heftig. Habt ihr einen Segen? Ah, klar, auch noch. Ja, und den Spotter auch noch. Ihn spielen? Ja, ihn und den Token spielen. Das bringt alles nichts. Alles nichts, ne. Elemente, zeigt mir den Weg. Ja. Wir können noch die Melonen jetzt zerquetschen. Und sie da bewässern. Und das Ding lösen. Aber ansonsten. Ja. Was geht denn mit seinem Draft, Mann? Yay! Ich glaube, wir können den spielen, das Totem spielen und dann lassen wir uns in Ruhe von ihm finishen, oder? Ja. Alles andere. Das macht eh keinen Sinn mehr. Da ist jetzt 6 Damage und dann können wir sogar den Spotter insgesamt rausnehmen. Nicht wahr. Doch. Doch, ich bin ja so angreifen. Yeah! Und aufgeben. Nee, komm, gönn wir ihm die Genugtuung, ich hab irgendwas noch anzugreifen. Nein, wer so ein Drawluck hat, ne? Im Ernst. Ja, der Junge wird, also wenn das jetzt wirklich nach, sag ich mal, so geht, dass jetzt auch jemand gegen uns spielt, der auch 6-2 hat, dann mit dem Deck kann der auch einen 9-2 hinlegen. Ja, ey, mal im Ernst, was hat der denn im Deck, Mann? Das könnte fast ein Constructed sein. Heiliges Feuer. Der hat einen Wellen. Dann die ganze Heal-Scheiße. Das war auf jeden Fall ziemlich. Aber ich habe meinen Schamanen dadurch. Immerhin auf Level 10. Feuerwetter, so, jetzt gucken wir mal, was Philipp in seinem Booster hat. Beziehungsweise generell, was er für Platin bekommt. Na komm, schließ die Kiste auf. Mit 12 FPS oder so. Reicht. Vielleicht bekommst du ja eine Gold-Card. Ja, guck dir an, was du bekommst, Mann. Ja, das Gold hat sich auf jeden Fall schon mal vom Pilot plus den Booster. Aber waren gar keine 150 insgesamt. Nee, aber gut, wir haben. Es waren, ich weiß nicht, wie viele es waren. Wind. Das waren, ich glaube, knapp 100. Ja, und dann gucken wir, was wir in den Booster drin haben. Langsam. Ah, ja, die Fehler habe ich schon. Ne, der ist jetzt nicht so bombastisch. Ja, doch, der ist geil. Selten. Ja, lohnt sich doch für deinen Links. Für meinen, Hexmeister. Ja. Ja, schade. Ja, das war's. Also so wirklich bombastisch war es nicht. Aber naja. 6 Wins. Du hast jetzt immerhin Platin in deinem Quest noch stehen. Also es ist auf jeden Fall eine Steigerung und ja, danke Daniel und NP. Die nächsten Folgen werden dann auch wieder in 50er Soundqualität abgespielt. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir nebeneinander sitzen und das mit einem normalen Headset nicht funktioniert. Aber so konnten wir im Moment auch mal sowas zeigen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, viel Spaß bei den nächsten Folgen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao. See ya.